Numbers hat sehr elegante Funktionen, um Daten grafisch auszuwerten. Für diese Aufgabe gilt es, das Bevölkerungswachstum zweier Staaten, Indien und China, miteinander zu vergleichen. Die Daten habe ich schon mal in eine Tabelle übertragen. In der Titelzeile findest du die Jahreszahlen und in der Titelspalte sind die beiden Länder untergebracht. Und um jetzt ein Diagramm zu erstellen, wählst du den ganzen Datenbereich aus und tippst hier auf das Plus. Und da kannst du nun einen beliebigen Diagrammtyp wählen. Du siehst, es hat doch einiges zur Auswahl, auch dreidimensional oder sogar interaktiv, wo sehr dynamische Grafiken möglich sind. Ich bleibe mal beim Einfachen. Und mit deinem Wisch kannst du verschiedene Farbskalen wählen. Und da nehme ich mal das Erstbeste. Nun, dieses Diagramm ist leider nicht sehr aussagekräftig. Ich sollte ja die beiden Länder nebeneinander sehen können. Und deshalb tippe ich auf das Formatierungssymbol und wähle unter den Diagrammoptionen nun ein geeigneteres Diagramm. In diesem Fall 2D-Linien. Und so siehst du sehr deutlich, dass etwa im Jahr 2025 oder ein bisschen später Indien China überholt haben wird. Hier kannst du auch die Legende ein- oder ausblenden, den Diagrammtitel noch wählen, zentriert oder eben linksbündig. Du hast also ganz verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung. Ich mache die Diagrammschrift mal ein bisschen größer, damit es leserlicher wird. Und die Wertebeschriftungen, da könntest du direkt die Zahlen ins Diagramm hineinschreiben. Das ist hier allerdings sehr hässlich. Das lassen wir. Gehen wir zurück. Hier in dieser Übersicht hast du noch die X- und die Y-Achse, die du ebenfalls konfigurieren kannst. Du kannst also die Beschriftung der Achse ein- oder ausblenden. Du kannst einen Raster anlegen lassen. Ich lasse es mal so und verschiebe aber als nächstes noch die Legende mal nach drüben und indem ich sie so zusammenschiebe, kommen die beiden Elemente untereinander zu liegen, vielleicht etwa so. Und den Titel kann ich ändern, indem ich einen Doppeltipp mache. Wie du gesehen hast, kannst du die Grafik jederzeit auswählen und über das Formatierungssymbol, also diesen Pinsel, nachträglich noch ändern. Du kannst die Grafik aber auch mit einem erneuten Tipp kopieren und in einem anderen Programm, zum Beispiel in Pages, einfügen. Übrigens, in Pages oder in Keynote bleibt diese Grafik bearbeitbar. Du kannst sie direkt in jenem Programm dann auch noch an deine Bedürfnisse anpassen.